Der Consul Spirit bedeutet für mich, dass wir auf eine spezielle Art und Weise zusammenleben, die jetzt nicht einmalig in der Welt ist, aber die halt all das ausmacht, was wir über unsere Werte haben, wie wir miteinander umgehen, die Ziele, die wir haben und das alles in einem sehr komplexen technologischen Umfeld. Die Consul-Kultur ist für mich persönlich am besten dargestellt in Best in Digitalization, weil das die externe Sicht ist, wie wir mit unseren Kunden reden, was wir unseren Kunden verkaufen und weil das alles das ausmacht, was wir brauchen, damit wir es auch tatsächlich für unsere Kunden zur Verfügung stellen können. Das Besondere für mich an dem heutigen Group-Event ist, dass wir Menschen zusammenbringen, die aus verschiedenen Kulturen ähnliche Dinge machen, mit sehr ähnlichen Technologien, aber dabei sehr unterschiedliche Dinge auch abbilden. Und mein und unser Ziel ist es an der Stelle, das zusammenzubringen und Synergien zu schaffen, sowohl persönliche als auch technologische und kommerzielle Synergien. Ich arbeite gerne bei Consul, weil es tolle Menschen sind mit interessanten Herausforderungen, interessanten Projekten. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, wenn ich schon einen großen Teil meiner Wachenzeit arbeite, dann möchte ich das irgendwo machen, wo es Spaß macht. Und ich glaube, das haben wir hier. Ich habe mich von einem Softwareentwickler über IT-Architekten, einem technischen Geschäftsführer hin zum Vorsitzenden der Geschäftsführung entwickelt und eine sehr interessante Reise und eine sehr interessante Zeit, die ich da verbracht habe. Also die größten Herausforderungen für mich und sehr wahrscheinlich für jeden Geschäftsführer ist das, was man auf Neudeutsch als Change bezeichnet oder als Änderung. Das ist die große Herausforderung, weil Menschen sowohl in Organisationen als auch persönlich sehr häufig change-aversiv sind und deswegen ist es immer wieder eine neue Herausforderung. Das ist für mich und für alle daran Beteiligten. Ja, die größten Stärken von Consul sind die Menschen und die Experten, die wir haben. Das größte Potenzial für die Zukunft liegt in den Menschen und in dem Weg, den wir schon eingeschlagen haben, zusammen mit unseren Kunden tolle digitale Lösungen zu bauen.